Rekorde hat er geknackt. Oh, im Hof geht aber schon ab. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schaue ich mit euch an. 30 Tage extreme Kälte, Wim Hof Methode im Selbstexperiment von Tomatolix heißt er. Und das möchte ich mal gerne mehr anschauen, weil er hat in sein Thumbnail hingeschrieben, minus 110 Grad. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht geht er gleich wirklich in so ein minus 110 Grad kalten Wasser rein. Und das möchte ich gerne mit euch mal anschauen. Und ja, mal gucken, was er tut. Ich habe mich 30 Tage lang extremer Kälte ausgesetzt. Und mit extrem meine ich bis zu minus 110 Grad Celsius. Oh mein Gott. Okay, hat er doch gemacht. Minus 110 Grad. Krass, dass der Körper das aushält. Oder dass man das, sag ich mal, ausprobieren kann, ne? Heftig. Oh Gott! Aber fangen wir mal von vorne an. Ihr habt doch bestimmt schon mal von Wim Hof gehört, diesem niederländischen Extremsportler, der auch als The Iceman bekannt ist und der 26 internationale Rekorde hält, bei denen er sich meistens extremer... 36 Rekorde hat er geknackt. Boah, Wim Hof geht aber schon ab. Ich habe auch ein paar Videos über Wim Hof gemacht, 2, 3. Und finde ich schon krass. Aber das... Cool, dass man ein bisschen mehr erfährt jetzt über ihn, weil ich mache das auch gerne. Dieses Jahr bin ich auch schon im Fluss reingesprungen. Da war schon so Eiszapfen dran, so an der Seite am Fluss. War schon auch sehr kalt. Hammer. Kälte aussetzt. Er beweist, dass, wenn man seinen Willen kontrollieren kann, man zu Dingen imstande ist, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Und das schafft er nach eigenen Angaben durch seine eigens entwickelte Wim Hof Methode. The components are breathing, mindset and cold. Ich will wissen, was die Wim Hof Methode wirklich bringt. Deswegen werde ich sie 30 Tage lang testen, aber nicht alleine, sondern zusammen mit Jakob von Breaking Lab. Ich bin gespannt, wie das auch ist, das mit dir zusammen zu machen. Wir machen beide das Gleiche, aber mal gucken, ob das dann unterschiedliche Ergebnisse sind. Also es ist, glaube ich, eine der krassesten Sachen, die ich bis jetzt tatsächlich gemacht habe. Und Jakob macht auch... Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichen Menschen das zu ausprobieren. Ich habe auch 3 Menschen oder 3 Freunde, die das auch machen. Und... Bei jeweils sieht es halt sehr anders aus, ne? Das ist schon auch sehr interessant. Der eine schreckt halt sofort ab, hält nicht lange aus. Das nächste Mal schafft er dann wieder lange. Und dann meine Freundin, die in Bayern einfach, war die gefühlt eine halbe Stunde im kalten Wasser, da war auch so ein Wasserfall. Die hat einfach so geschwommen, wie das Sommer wäre. Und ich war gefühlt nur 1 Minute drin, weil es einfach zu kalt war. Das ist so sehr interessant, wie der Körper, unterschiedliche Körper darauf reagieren, auf Kälte. Mal gucken, wie die beiden das so meistern. Auch ein Video dazu. Natürlich ist ein Selbstexperiment noch nicht so wissenschaftlich fundiert mit 2 Leuten. Deswegen schaue ich mir bei mir auf dem Kanal komplett die Studienlage an und fasse mal für euch zusammen, wie sinnvoll ist das Ganze, was sind die Veränderungen, die man erwarten kann und tatsächlich auch so ein bisschen, was sind denn vielleicht die Gefahren dabei. Wir werden mit Experten sprechen, unser Blut untersuchen lassen und natürlich ausprobieren, was die Wim Hof Methode mit uns macht. Boah, das hat aber ein bisschen kalt ausgesehen gerade. Um uns richtig auf das Experiment vorzubereiten, haben wir uns mit Matthias Wittfort verabredet. Der gibt Workshops zur Wim Hof Methode und zeigt uns, wie die genau funktioniert. Was würdest du sagen, was ist so der Kern der Wim Hof Methode oder was ist das eigentlich genau? Also die offizielle Bezeichnung, sag ich mal, von der Wim Hof Methode ist, dass es 3 Säulen gibt. Atmung, Kälte, Mindset. Atmung, Atemtechnik verschiedenster Art. Kältetraining, regelmäßig kalte Duschen, Eisbäder nehmen, im Winter in kalten Fluss steigen, kalten See steigen. So, das ist die Grundlage. Das dritte Mindset ist etwas, was sich im Laufe der Zeit des Trainings entwickelt. Ja, also boah, ist das krass, ne? Schaut das mal an, wie das mal an, wo der ist. Wo ist das? Das ist ja. Im Winter in kalten. Das ist ja heftig. Das sieht richtig kalt aus. Entwickelt, ja, also man kriegt ein anderes Verhältnis zum Körper, der Geist, das Mentale verändert sich auch damit, mit diesem ganzen Training. Also im Prinzip sind das alles Dinge, die ich schon in einzelnen Selbstexperimenten gemacht habe. Kalt duschen war ja so eins meiner Lieblings-Selbstexperimente und das mache ich seitdem immer noch jeden Tag. Um Atmung ging es in meinem letzten Video beim Holotropenatmen und das Mindset habe ich ja auch schon so ein bisschen beim Meditieren trainiert. Dann dürfte mir das ja eigentlich gar nicht so schwer fallen. Die Wim Hof Methode verspricht einige Vorteile. Mehr Fokus und Energie, weniger Stress,
Stress, besserer Schlaf, gestärktes Immunsystem, verbesserte Regeneration und erhöhte Fettverbrennung. Aber sind diese ganzen Vorteile wirklich realistisch? Ich kann zustimmen, dass es wirklich so ist, dass es, wenn ihr wirklich oft euch kalt duscht oder oft friert und einfach im kalten Wasser geht, du hast halt wirklich mehr Energie und du hast halt auch wirklich mehr Schlaf oder besseren Schlaf. Das ist auch so wegen, weil die Kälte irgendwie einen Muskel anspannt und so wird der Muskel, sag ich mal, entlastet am Ende und dann kannst du besser entspannen. Irgendwie spannt sich hinten, hinterm Rücken so ein Muskel an und das hilft, dass du besser schlafen kannst, weil der so schön ausgelastet wurde dann von der Kälte. Und Energie kriegst du auf jeden Fall, Konzentration, du hast auch viel mehr Lust, sag ich mal, was zu machen, weil du einfach, ja, ich weiß nicht, vieles passiert im Körper, ne? Auch der Blutkreislauf, ne? Das reinigt ja auch viel schneller alles, weil das alles viel schneller fließt, alles wird warm und Kälte ist schon sehr cool. Das wollen wir von Professor Dr. Kurscheid wissen. Also alleine die Kälte schon, die bringt ganz viele von diesen Vorteilen, weil man muss sich das so vorstellen, dass der Körper einfach besser trainiert ist. Ja, genauso wie es besser ist, statt auf dem Sofa zu sitzen, lieber jeden Tag Spaziergang zu machen oder sogar zu joggen, weil wir dadurch fitter werden, so werden wir eben durch die Kälte auch fitter. Um herauszufinden, ob das bei uns auch so ist und damit wir bei unserem Experiment wirklich messbare Ergebnisse bekommen, lassen wir vorher und nachher unser Blut untersuchen. Bevor wir ins Eisbad gehen, zeigt uns Matthias erstmal die erste Säule der Wim Hof-Methode, die Atmung. Wie gesagt, ich habe viele Leute schon instruiert, das geht meistens gut. Beruhigend. Nimmt mal beide den ersten tiefen Atemzug durch den Mund oder wie auch immer. Ihr könnt ja gerne mitmachen. Und lasst die Luft nur raus. Und macht mal etwas mehr Tempo von den Atemzügen. Und noch 10 tiefe Atemzüge. Und eins, nochmal tief einatmen. Und rauslassen und Luft anhalten. Jetzt Luft anhalten. So lange wie es geht. Durch diese kontrollierte Hyperventilation wird das Blut mit mehr Sauerstoff angereichert, wodurch man mehr Energie, Fokus und Konzentration bekommen soll. Hui. Das war echt crazy. Das ist ein richtiger Rausch. Wie Wim Hof so schön sagt, get high on your own supply. Das war es auf jeden Fall. Definitiv. Boah, krass. Ja, das kenne ich, das stimmt. Das ist wie so ein neues Set, nennen wir das immer. Wenn du, sag ich mal, Wim Hof-Methode machst, diese Luftübung und dann so 2-3 Runden und dann auch die Luft ausatmest und dann wieder einatmest und dann drückst den ganzen Körper, dann fällst du wirklich in so eine Trance rein und dann bist du gefühlt so, du bist nicht weg, aber irgendwie im Kopf, ja, du tretest doch kurz irgendwie, das ist ein bisschen paradox, doch so 1, 2, 3 Sekunden weg und kommst wieder zurück und denkst so, oh, was ist jetzt gerade passiert? Du kriegst es wahr, dass du runtergehst, aber irgendwie fehlt so eine Lücke und das ist so ein neues Set. Und das, danach fühlst du dich halt wirklich 1000-mal besser. Das ist ganz komisch. Du fühlst dich, dieses Unwohlgefühl ist einfach weg. Du fühlst dich glücklich, das entlastet deinen Kopf. Du gefühlt ist dein Kopf wieder leer und frei für neue Sachen zum Lernen. So. Neue Sachen aufzunehmen. Das ist sehr wirklich, Luft ist sehr interessant. Das war echt voll das krasse Gefühl. Aber danach war ich wirklich wacher, fokussierter, so klarer im Kopf einfach. Nach einer kurzen Pause, um erst... Wahrscheinlich ist das auch so, weil du jetzt viel Luft im Kopf hast und Sauerstoff im Kopf ist ja wirklich wichtig für deine Konzentration. Man sagt ja auch so, wenn du so 2, 3, 4, 5% weniger Sauerstoff hast im Kopf, sterben da schon Gehirnzellen schon, ne? So wie beim Alkohol, aber nicht so schlimm, ne? Wie Alkohol. Aber das, ne, so ein bisschen weniger Sauerstoff zum Beispiel in der Umgebung, im Raum, wenn du wenig lüftest und nicht draußen bist, da sterben wirklich Gehirnzellen. Schneller als wenn du draußen bist mit frischer Luft. Das ist schon ein sehr interessantes Thema. Um mal klar zu kommen, geht es zum Eisbaden. Dafür haben wir extra 120 Kilo Eiswürfel organisiert, damit es auch richtig kalt. 120 Kilo Eiswürfel. Boah, Hammer. Kalt wird.
Das ist auf jeden Fall ein Eisbad. Das ist ein richtiges. Natürlich könnte man auch einfach in einen kalten See springen, wenn nicht gerade Sommer wäre. Aber gerade das Eisbaden in offenen Gewässern kann richtig gefährlich werden. Also ich würde nicht jedem empfehlen, sofort in den nächsten Eisbach zu springen und da erstmal ein paar Runden zu drehen, weil natürlich Herzrhythmusstörungen auftreten können. Wenn jemand sowieso keinen stabilen Kreislauf hat, dann droht wirklich eine Ohnmacht. Auch durch die Kälte, dass man das einfach gar nicht gewöhnt ist. Man muss sich da rantasten. Wir haben aber ja einen... Ja, kann ich auch nur zustimmen. Es ist wichtig, wenn man, sag ich mal, erstmal nicht sofort, wenn man jetzt ein Wohnzimmerhocker ist, der Bier säuft und sich nie bewegt und dann sofort so im Fluss reinspringt und kaltes Wasser, da kannst du halt wirklich einfach, sag ich mal, dass dein Herz einfach stehen bleibt kurz oder dass dein Kreislauf einfach weggeht. Am besten halt wirklich, ne, vorbereiten, kalt duschen zu Hause, erstmal ein bisschen langsamer und einfach, sag ich mal, den Körper erstmal genug fit machen, dass du, sag ich mal, so eine Selbstsicherheit bekommst, dass du merkst, okay, ich glaube, ich kann mir das zutrauen, ich schaffe das jetzt. Und dann kann man, sag ich mal, mehr, sag ich mal, kälter, in kältere Gewässer reingehen. Aber sofort auf einmal ist, glaube ich, schon sehr riskant, ja. Mir ist das zum Glück noch nicht passiert im Fluss. Profi dabei und sollen ja auch nur für 2 Minuten ins Eisbad. Klingt aber doch erstmal eigentlich gar nicht so schwer. 2 Minuten ist machbar, es kann aber, da, wenn man da drin sitzt, einem sehr, sehr lang vorkommen. Das glaube ich auch. Es ist ähnlich wie mit dieser Atemtechnik ein Stressor für den Körper kurzzeitig, der dann was antriggert, was dann gut ist. Stoffwechsel produzierende, neue Hormone anregt, da irgendwie Mitochondrien absterben lässt, die nicht mehr gut funktionieren, neue bildet und so. Longevity ist ja ein großes Thema und da geht es auch um die Kälte dabei. Vor dem Eisbad machen wir noch ein paar... Boah, ich glaube, ich gehe gleich auch erstmal schwimmen. Blende ich euch dann am Ende des Videos ein. Dann nach dem Video gehe ich kurz raus, nehme das kurz auf, spring rein und dann packe ich in diesem Video das rein. Seid mal gerne über... wartet mal ab, wie das am Ende aussieht, wie ich das gleich mache im Wasser. Zum Glück scheint die Sonne gerade. Übungen, um uns zu fokussieren und dann geht's ins Wasser. Oh Gott, okay. Okay, einfach rein. Was ich euch empfehlen kann auch, bei denen ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit wieder weggegangen von der Luftübungen, dass ihr, sag ich mal, die Luftübung macht von Wim Hof, so 1, 2, 3 Runden und dann sofort im kalten Wasser reingeht. Weil wenn ihr, sag ich mal, sofort im kalten Wasser reingeht, ohne diese Luftübungen, bei mir ist das so, dass du hältst das nicht länger aus. Ne? Das heißt, erst schon Luftübungen, dass du halt wirklich bereit bist mit deinem Körper und dann gehst du im kalten Wasser. Es ist viel einfacher, statt sofort im kalten Wasser reinzugehen. So wie die das gemacht haben. Ne? Die haben Luftübungen gemacht, jetzt gehen die im kalten Wasser rein. Am besten... dazwischen nicht zu viel Zeit lassen. Einfach Luftübungen und dann sofort im kalten Wasser rein, dann wirkt es auch am besten. Und atmen, entspannen. Schulter, Nacken locker lassen, Kiefer locker lassen. Nicht denken, du kannst es hinkriegen, nicht denken. Und lange ausatmen, versuch den Atem zu beruhigen. Voll entspannt, als ob es ein schöner Pool ist. Der Cocktail fehlt noch. Der Cocktail fehlt noch. Super, Hälfte habt ihr rum. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Das tut echt weh. Versuch nochmal zu entspannen, Jakob. Lange ausatmen. Lange ausatmen. Achte nur auf die Atmung. Wie viel Zeit haben wir noch? Vorbei. Ist vorbei? Okay. Langsam rauskommen. Ja, krass, cool. Haben beide das geschafft. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Das ist cool, cool. Ja, Hammer. Ja, Tag 1, ne? Vorsichtig, wieder dahinstellen, wo du warst. Etwas in die Knie gehen und weiter die Übung machen. Okay, nochmal ein bisschen ausschütteln. Ja. Geil. Das war's. Alles geschafft. Nice. Und was sagst du, Jakob? Es war krass, also es war wirklich heftig, vor allen Dingen diese Schmerzen zwischendrin. Aber am Ende war es wirklich gut und man fühlt sich besser jetzt. Ne? Voll, ne? Und das Ganze werden wir jetzt 30 Tage lang machen, jeden Tag. Versprochen, Jakob? Versprochen ist versprochen. Und da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse hinterher. Ich probiere die Atemtechnik jetzt mal ganz alleine aus. Ich habe ein YouTube-Video gefunden von Wim Hof, bei dem diese Atmung ja quasi begleitet wird. Einfach mal. Ja, das poste ich auch in der Videobeschreibung rein. Ne?
könnt ihr einfach auch reingehen und die Luftübungen dort finden. Und das Video, was wir hier angucken von ihnen, ist auch in der Videobeschreibung drin. Dann könnt ihr sofort, sage ich mal, beide Videos anschauen auch. Mal ausprobieren und schauen, was passiert. Atme ein und aus. Halte deinen Atem erst für anderthalb Minuten an. Puh, krass. Das ist richtig verrückt. Ach, das fühlt sich einfach echt gut an, ey, ohne Scheiß, das muss ich zugeben. Während Jakob sich mit Kaltduschen ans Kältetraining herantastet, will ich zu Hause Eis baden. Für 6 Euro Eiswürfel, das wird auf jeden Fall ganz schön teuer auf Dauer. Das hab ich auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Badewanne voll gemacht, bisschen Eis gekauft, aber ja, es ist halt wirklich teuer, wenn er das jetzt 30 Tage lang macht. Das wird jetzt mein erstes Eisbaden zu Hause in der Badewanne. Erstes Mal Eisbaden zu Hause geschafft. Tag 5. Ihr müsst es mal ausprobieren, wenn ihr so, sage ich mal, ein bisschen das schon mal ein paar Mal gemacht habt. Den ganzen Körper, na, erst die Luftübung machen. Das ist wirklich interessant. Ja, was ist? die Katze. Ihr macht die Luftübungen, dann atmet ihr aus, für 2 Minuten Luft anhalten und dann im Wasser rein, mit dem Kopf runter. Das ist so interessant. Ihr hört einfach nur das Wasser rauschen, wie das Wasser so fließt und ihr seid mittendrin und 2 Minuten lang Stille. Ihr ganzer Kopf ist drin im kalten Wasser. Ja, das ist in den Bergen Bayern, da war so ein Wasserfall und unten hat der Wasserfall so eine Badewanne, könnt ihr euch so vorstellen, gemacht, weil mit dem Aufprall vom Wasser biegt sich irgendwann in hunderten von Jahren irgendwann ein Loch im Stein und da war so eine Badewanne dann. Und da habe ich das dann gemacht mit meinem Cousin. Boah, das hat so gut getan. Das war richtig schön. Das Eisbaden sah bei uns ehrlich gesagt jeden Tag gleich aus, deswegen erspare ich euch das jetzt mal. Aber für die letzte Woche haben wir uns noch was Besonderes überlegt, um das Experiment noch eine Stufe krasser zu machen. Das ist unsere medizinische Ganzkörperkältekammer. Die wird minus 110 Grad kalt. Ach krass. Haben die nur dafür gebaut? Boah, heftig. Und da müssen die beiden jetzt rein. Das heißt, wir gehen eine Woche lang jeden Tag für 4 Minuten in die Kältekammer. Ich glaube, mehr Kältetraining geht. Ach krass, 4 Minuten jetzt, okay. 4 Minuten und minus 110 Grad. What? Wie geht das? Friert man nicht einfach, wenn man spuckt? Das friert doch ein in der Luft. Nicht. Was ist, wenn wir irgendwie merken, wir können nicht mehr? Genau, also ich habe die ganze Zeit hier optische Verbindungen. Einfach, wenn ihr euch unwohl fühlt, einfach rausgehen. Ja? Okay. Sag mal los, alle ja. Mann Start, klar. Und los geht's. Das ist, oh mein Gott. Minus 60. Ja. Als wenn man in einem Kühlschrank wäre, ne? Das ist krass. Okay, krass. Wir sollen gehen. Wir sollen laufen. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn du jetzt hier dran lecken würdest. Wie kalt ist dir? Ich finde, es geht noch. Echt? Aber es ist schon frisch. Ich bin schon sehr am Zittern. Nach einer Minute in der Vorkammer bei minus 60 Grad geht es in die minus 110 Grad kalte Kammer. Ah, okay, die gewöhnen sich an der Kälte erst. Okay, krass. Das war eine Minute. Oh mein Gott! Gott. Oh mein Gott! Oh. Alter! Alter Schwede! Guck mal, wie es hier qualmt! Aber es ist nicht mehr so schlimm, oder? Gefühlt hat sich. Boah, guck dir mal da an! Krass! Guck dir mal da an! Wir sind einfach komplett eingefroren. Alter Schwede! Boah, jetzt langsam tut's weh. Ja! Krass, langsam. War das nicht so, das Wasser, sag ich mal, viermal, sag ich mal, schneller dich kälter macht als kalte Luft. Reicht, oder? Okay, ich glaube, das heißt. Müssen wir raus, oder? Ja.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist er kann. Wo ist er wieder in die Panze eingefroren? Ich? Ja. Krass, ey. Aber meine, also ich habe wirklich gesehen, wie sich Eis auf meinen Haaren. Ist schon interessant, dass die Augen, weil die sind ja auch flüssig, dass die nicht irgendwie so einfrieren, ne? Boah, gruselig. Und das machen wir jetzt jeden Tag. Jeden Tag. Schreibt mal gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch sowas machen würdet gerne, weil ich würde das schon gerne machen. Das ist, glaube ich, schon sehr cool. So für die Erfahrung mal in so einen Tiefkühlschrank reinzugehen mit minus 110 Grad ist schon cool. Also jetzt auch eine gute Stunde nach der Ganzkörperkältekammer muss ich einfach sagen, dass ich mich echt ziemlich gut fühle. Also ich bin richtig wach, motiviert, so klar im Kopf. Das ist irgendwie schon ganz geil. Die Tage danach haben wir weitergemacht mit der Atmung und haben Tricks rausgefunden, wie wir die Kälte immer besser aushalten können. Krass, ich habe gerade die Augen zugemacht und meine Wimpern sind ein bisschen zusammengefroren. Ich habe echt das Gefühl, es wird immer einfacher. Ich hatte dieses Mal nicht das Gefühl, dass ich dachte, krass, jetzt sollte es mal wirklich vorbei sein, sondern ich hätte noch ein bisschen ausgehalten. Heute ist der letzte Tag, heute geht es ein letztes Mal in die Eiskammer. Und für heute haben wir uns überlegt, dass wir mal ausprobieren wollen, ob wir jetzt vielleicht so ein bisschen kälteresistenter geworden sind in der ganzen Zeit. Und versuchen mal, wie lange wir es bei minus 110 Grad aus... Cool. Schreibt mal in den Kommentaren, was denkt ihr, wie lange würden die das schaffen? Ich denke, die werden so 6 Minuten 30 schaffen, glaube ich, oder 40. Aushalten. Wir sind sehr gespannt, wie lange das wird. Und danach werden wir natürlich noch die Blutwerte checken. Was sagen wir? Ja. In die Kälte. Dann mal den Timer. Sind wir. Die erste Minute. Wie geht's dir jetzt? Ja, das wird hoch, ne? Ich kann mich Gedanken machen, draußen ist Sommer. Sommertag. Okay. So, normalerweise, wenn wir jetzt rausgehen, dann schauen wir mal, wie lange wir noch aushalten. Wir wollen kämpfen. Bei mir könnte es daran liegen, dass ich rausgehe, weil meine Finger echt richtig krass einfrieren gerade. Das hatte ich so noch nie irgendwie. Ja. Wie lange haben wir denn? Das sieht aus wie der Teufel, wenn er atmet, dass die Augen dampfen gefühlt. Krass. Okay, dann lass uns mal. Fünfeinhalb Minuten. Ah, krass. Ja, eine Minute überschätzt habe ich mich. Oh, ist das kalt. Oh. Oh, ja, Kap, was sagst du? Ich find's krass, dass wir deutlich länger ausgehalten haben. 2 Minuten länger als normalerweise, ist ja fast doppelt so lang. Und du musst überlegen, das war jetzt nicht irgendwie bei minus 3 Grad im Winter oder so, sondern bei minus 110 Grad. Und das ist schon echt extrem, also ja. Krass. Bin jetzt gespannt aufs Blut abnehmen. Ich auch. Und so Eisklumpen raus. In unserem Blut werden alle möglichen Werte untersucht, die mit dem Immunsystem zu tun haben. Für Sie, Herr Felix? Ja. Aktivierte T8-Zellen sind hochgegangen, die zytotoxischen T-Lymphozyten, CD3, CD16, 56 sind hochgegangen, natürlichen Killerzellen sind auch hochgegangen. Bei Jakob ist die Entwicklung der Werte ziemlich ähnlich. Das Wichtigste dabei ist aber, dass man sieht, das Immunsystem ist einerseits aktiviert worden, was die Abwehr angeht, aber auch so überschießende Immunreaktionen, wie man sie bei einer Allergie zum Beispiel sieht, die sind eher gedämpft worden. Wenn man sich vorstellt, man würde das jetzt ein Leben lang machen, kalt duschen oder vielleicht sogar die Kältekammer, dann kann man das ja potenzieren. Was tut sich über Jahre? Ne? Wim Hof sagt ja, dann merkt man es erst richtig. Ne? Klar, nach 1, 2, 3 Wochen ist es natürlich eingeschränkt, aber wir sehen schon erste Effekte. Also das ist so ein unglaublich starker Effekt danach. Man ist halt so wach. Also ich finde, das ist krasser als bei jeder Droge oder so, weil das geht so schnell. Da kennst du dich besser aus. Das sagt auch Wim Hof. Ne? Es gibt keine bessere Droge als Luft und Kälte. Also wir haben gesehen, die Wim Hof-Methode funktioniert. Man fühlt sich nicht nur gut, sondern auch bei der Blutuntersuchung haben sich schon nach 30 Tagen einige Werte verbessert. Ja, haben wir gesehen, ne? Viele Zellen oder viele Sachen sind ja hochgestiegen. Schon cool. Für mich heißt das jetzt konkret, ich werde bestimmt die Atemtechnik weitermachen, weil das ist wirklich super easy in den Alltag integrierbar. Eisbaden finde ich, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig. Da bleibe ich einfach bei meiner kalten Dusche. Wenn ihr jetzt noch mehr über die Wissenschaft hinter der Methode erfahren wollt, dann schaut unbedingt bei Break
Biohacking Lab vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, cool. Hammer. Ja, das Video hier, gesund durch Eisbaden, das werde ich euch auch verlinken in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch nochmal ein bisschen schlau machen. Ja, ich fand es sehr lustig, hat sehr Spaß gemacht. Jetzt kommt noch der Clip, dass ich gleich im Wasser reinspringe. Viel Spaß. Ich guck mal, ich könnte auch noch mal jetzt raten, wie lange ich das schaffen würde. Mal gucken. Ich mache gleich einen Timer an und dann gucke ich mal, wie lange ich gleich im Wasser drinne bin. Viel Spaß mit dem letzten Eisbahn-Video von mir. Ich muss mich jetzt gleich umziehen, mein Handtuch mitnehmen, dann geht's raus einmal. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Schönen Tag euch. Tschüss. Ja, ich bin jetzt draußen. Das ist ja euch versprochen. Ich gehe jetzt hier rein. nehme ich hier auf. Schreibt nochmal in die Kommentare, was denkt ihr, wie lange ich das schaffe? Boah, ist das kalt. Mensch, es tut richtig weh. Ich merke jetzt auch, dass ich gerade so einen Wachzustand bekomme. Irgendwie kriege ich gerade so einen hellen Kick. So rot bin ich. 5 Minuten und 30 Sekunden. Ah,